So, und weiter geht's. Ich werde auch nicht immer so viel erzählen, sondern wir wollen ja wissen, wie es in der Story weitergeht. Wir sind jetzt an der Bushaltestelle. Wir erinnern uns, Jasmin hatte ja gefragt, ob wir jetzt losgehen wollen. Den ersten Tag haben wir überstanden und es war gar nicht so schlecht. Kommst du noch mit zu mir? Dann haben wir noch den Nachmittag zusammen. Um das neue Album von Jay zu hören, nehme ich an. Mist, bin ich so vorhersehbar? Da bin ich wohl nicht eingeladen. Jasmin und ich lachen. Solche Mädelsnachmittage interessieren ihn nicht wirklich. Ich würde mich freuen, wenn du auch mal dabei wärst. Ich träume schon so lange davon, dir die Nägel rosa zu lackieren. Und der Blick. Nee, danke. Das ist zu viel des Guten. Rosa Fingernägel und dann auch anhören, wie du diesen Superstar für Arme anhimmelst. Nein, danke. Hey! Jasmin hat ihn in die Seite geboxt. Ich verbiete dir, so über Jay zu sprechen. Er ist so süß. Das überzeugt mich auch nicht von seinen Fähigkeiten als Sänger. Davon verstehst du sowieso nichts. Ich weiß, ich weiß. Was soll ich gegen solche Argumente auch einwenden? Die beiden sind echt zu niedlich, wenn sie sich streiten. Da ist mein Bus. Bis morgen, Mädels. Bis morgen. Bis morgen. So, ich habe ja gesagt, wir gucken erstmal am Handy. Ah ja, Clement hat auf jeden Fall geschrieben. Na, wo steckst du? Du bist spät dran. Das war dann der erste Schultag. Wow, hast du den neuen gesehen? Der wird sicher das neue Opfer von Jessica und Enzo. Das fürchte ich auch. Und Jasmin, mach schnell. Layla, wo steckst du? Also, sie ist halt zu spät. Beziehungsweise wir. Süße, ich freue mich so, dass wir in einer Klasse sind. Ja, ja. So, was war jetzt überhaupt unsere Aufgabe? Lass ein Foto machen. Geht's jetzt hier um Jays CD? Ah, verdammt. Ich hab dich aufgepasst, ich geb's zu. Ja, Novara, weil wir den als Lehrer haben. Na, aber Foto kann ich nicht machen. Ich dachte nämlich echt, wir sollen ein Foto machen. Wie sollten wir dort? Nein, ich kann kein Foto machen. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich hätte einfach die ganze Klick. Das habe ich jetzt schon genommen und fast nicht. Ja, ja, wenn man nicht aufpasst. Hatten wir Alex schon? Oh Mann. Mua, mua, mua. Den neuen Schüler können wir schon mal nicht auswählen. Da sollte ich ein Bild sein. Oh Gott, ich hab's vergessen. Oh verdammt, ich leuchte. Wie war das Zeichen vom Fotoapparat? Ich hab's verpeilt. Egal. Hey, ich habe gesehen, dass du Jays CD dabei hast. Du kannst nicht mal ohne sie zur Schule gehen. Niemals! Sie wird in ihrer Tasche, holt die CD hervor und drückt sie an ihre Brust. Das ist mein Schatz. Das ist krank. Ein zerknüllter Kassenbon, der in der Höhle klebte, fällt auf den Boden. Ah! Da-dum. Ist das der Fotoapparat? Oh, dir ist was runtergefallen. Ich hebe den Zettel auf. Oh, den kannst du wegwerfen. Den brauche ich nicht mehr. Ich schaue unauffällig auf den Zettel. Das Kaufdatum liegt über einen Monat zurück. Wie seltsam. Normalerweise hätte sie mir davon erzählen müssen. Da kommt der Bus.
Na dann los. Ich hole mir was zu trinken. Ich hab Durst. Bleib hier, ich bin sofort zurück. 4 Fotos? Oh mein Gott. Magst du nicht ein wenig umsehen? Jasmine hat nie von einem Jail-Konzert gesprochen. Achtung! Augen auf! Auch unscheinbare Objekte können Hinweise sein. Ja. So, da ist der Zettel. Was ist denn das? Sieht aus wie eine handgeschriebene Nachricht. Steht irgendwas mit Lila. Aber ist das eine Nachricht zu meinem Geburtstag? Dabei ist das noch lange hin. Kalender. Warum hat sie dieses Datum markiert und meinen Namen dazu geschrieben? Was hackst du bloß wieder aus, Jasmine? Die Klimaanlage ist ein bisschen zu niedrig eingestellt. Nur 19 Grad in ihrem Zimmer ist es fast ein bisschen kalt. Aber 19 Grad empfinde ich das auch als sehr, sehr kalt. Und da hinten tickt's. Was? Kalt mir das Konzert von Jay? Komisch, dass sie mir davon noch nichts erzählt hat. Oh ja, ich ahne Böses. Lila, du hast doch wohl nicht in meinen Sachen geschnüffelt? Wieso hast du etwas zu verbergen? Nein, nein, natürlich nicht. Okay. Sicher, deine Körpersprache verrät aber das Gegenteil. So ein Quatsch. Was sollte ich denn vor dir verbergen? Du bist meine beste Freundin. Ich habe keine Geheimnisse vor dir. Warum bist du dann so nervös? Oh nein, Leute, nein. Was verheimlicht mir Jasmine? Also wir haben es gerade an der Bushaltestelle gesehen. Das kann nur interessant werden. Ach, hey, ich darf nur 5 Fehler haben? Oh. Lila wird mit Jasmine konfrontiert. Die scheint irgendwas zu verheimlichen. Oh, jetzt muss ich auch noch aufpassen. So riecht die. Darf nicht schwärmen und mir nicht das andere angucken. 5 Sachen sollen wir ihr zeigen. Ach, hi. Okay. Konzentration, Miraschan. Jasmine. Okay. Ich bin überhaupt nicht nervös. Vielleicht kommt es dir nur so vor, weil es hier drin zu warm ist. Der Sommer war dieses Jahr viel zu heiß, oder? Wenn Lilas Handy angezeigt wird, musst du entweder einen Kontakt oder ein Foto auswählen. Oh Gott, auch noch zwischen 2 Sachen entscheiden. Lies aufmerksam die Dialoge. Sie geben Hinweise darauf, welches Element du wählen musst. Ich ertrage diese Sommerhitze nicht. Ist das ein Schlagwort? Ja, wie im Foto. Sommerhitze, 19 Grad, ich erinnere mich. Und? Ja, wir haben's. Sag mir nicht, dir ist zu warm. Ich friere hier fast. Ich glaube, was du mir verheimlichst, ist... Wie jetzt mehr nicht? ich würde das Foto sagen oder das Foto, aber... Wir nehmen mal das von der... Ah. Ich bin sicher, du verheimlichst mir was. Okay. Oh Gott. Dann würde ich sagen, unser kleiner... Echt nicht? Ich habe gesagt, ich bin schlecht drin. Also. Okay. Also, das war das. Ich würde jetzt einfach... Die Konzerttickets. Na und? Du weißt doch, dass ich Jay toll finde und dorthin wollte. Was ist daran so komisch? Ja, aber normalerweise erzählst du mir jedes kleinste Detail über deinen Lieblingsstar.
Ich hätte dir schon noch davon erzählt. Ich habe die Karten gerade erst gekauft. Oh, ich glaube nicht, dass du sie gerade erst gekauft hast. Bestimmt finde ich den Beweis irgendwo. Jetzt kommt aber mein Bus halten. Welcher war das? Ich muss das ganz genau angucken. Ja, das liegt draußen. Okay, okay. Vielleicht habe ich einfach vergessen, dir davon zu erzählen. Bei den ganzen Vorbereitungen für das neue Schuljahr war ich eben etwas im Stress. Ich habe vergessen, dass ich sie schon so lange habe. Aber wieso interessiert dich das überhaupt? Was stört dich daran? Ich glaube, ich habe etwas gesehen, das mich betrifft. Mein Name ist an einem Tag eingetragen, der eigentlich nichts mit mir zu tun hat. Oh, bitte lass es den Kalender sein. Steht da der Name drauf? Ja. Ja. Warum steht mein Name am Tag des Konzertes in deinem Kalender? Ich weiß nicht mehr, warum ich das geschrieben habe. Warum sollte dieser Tag was mit dir zu tun haben? Dann bleibt mir nur noch ein Foto, das mit mir in Zusammenhang steht und das ich ihr noch nicht gezeigt habe. Das müsste jetzt so... Ich muss das Richtige auswählen. Ja. Dann erklär mir das hier. Oh Gott, wir haben es geschafft. Da hängt aber auch wirklich... Ich bin so abgelenkt von den Bildern. Das ist Wahnsinn. Ah, du änderst dich auch nie. Immer steckst du überall deine Nase hinein. Du hast gewonnen. Es sollte eine Überraschung zu deinem Geburtstag werden. Aber du hast alles vermasselt. Mein Geburtstag? Aber der ist doch erst in einigen Monaten. Ich weiß. Aber wie du wahrscheinlich erraten hast, wollte ich dir eine Karte für das Konzert von Jade nächstes Jahr schenken. Und wenn ich die Karten nicht jetzt schon gekauft hätte, wären sie weg gewesen. Ich war also nur vorausschauend. Mir hört sich das aber auch hin, ne? Jasmine, soll das heißen, du schenkst mir eine Karte, um mit dir zu Jades Konzert zu gehen? Natürlich. Tada! Ich hoffe, du freust dich genauso wie ich. Jasmine, du gehst echt zu weit. Du hast leider keine Wahl. Du musst mit mir zu dem Konzert kommen. Ein Geschenk lehnt man nicht ab. Du wirst dich doch wohl nicht weigern. Außerdem ist es das letzte Konzert seiner großen Sommertour. Das dürfen wir nicht verpassen. Ich kann ja einfach nichts abschlagen. Ja, einverstanden. Ich komme mit. Ich habe ja keine Wahl. Juhu! Die Fahrer drehen hier ganz schön oft in diesem Spiel hier um. Das Geschenk war eine Falle. Hey, ich bin sicher, es wird dir gefallen. Ich wollte schon immer mal mit meiner besten Freundin zu einem Konzert von Jay. Solche Dinge machen ohne dich viel weniger Spaß. Das hast du echt schlau angestellt. Glückwunsch! Ich weiß, ich bin eben ein Genie. Was will man da machen? Ja, das wird sein. Genau das wollte ich sagen. Wir verbringen den Rest des Nachmittags mit Quatschen. Ich liebe solche Mädelsnachmittage zu zweit. Zu Hause zocken Alice und ich manchmal stundenlang Videospiele. Dabei behandelt er mich eher wie ein Kumpel, als wie eine Schwester. Aber eigentlich gefällt mir das sogar. Wir haben also mindestens 3 Schichten Nagellack aufgepinselt und dabei natürlich den kitschigsten gewählt, den mit dem meisten Glitzer. Der Glitzer ist das Wichtigste. Und all das, während im Hintergrund Jays neues Album läuft. Wir sind schließlich bei Jasmine. Es ist wirklich nicht schlecht. Er hat wirklich eine gute Stimme. Aber gut, ich stehe trotzdem nicht so auf ihn wie meine liebe Freundin.
Und ich habe sie noch nicht dazu bekommen, wenigstens mal einen Song von Mysteria anzuhören. Tommy, der Sänger, ist wirklich nicht schlecht und er braucht nicht so viel Make-up. Dann haben wir von dem Neuen gesprochen, Henry. Der Typ mit seinem Strebergehabe macht mich neugierig. Ich habe das Gefühl, ich hätte ihn schon mal irgendwo gesehen. Sagt er dir nichts? Nein. Oh, jetzt ist das schöne Lied vorbei. So, meine Süßen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, schönen Abend noch.